Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Ich werde mich schon mal entschuldigen im Vorfeld. Ich kann das Video laut Gehör nicht abmischen. Ich habe immer noch kein Gehör. Ich mache das jetzt einfach, weil ich Haufen Zeug habe und das muss vom Tisch weg und ich brauche ein paar Sachen davon. Und ja, ich hoffe, das Video wird trotzdem gut. Zu Vorführeffekten, meine Tochter sitzt am anderen Ende vom Raum, auf der Couch. Josie, würdest du mal mit mir so reden? Sagst du mal Hallo Papa oder so? So wie wir hier jetzt momentan gerade reden. Na, geht doch. Na, das habe ich schon wieder nicht verstanden. Es ist anstrengend, die ganze Zeit zu schreien. Ja. Gut, ich gehe jetzt in mein Zimmer. Du gehst was? Okay. So. Zu Vorführeffekten. Ich hoffe, kommt halbwegs vernünftig im Video rüber. Die Familie ist gerade total angepisst, weil sie mit mir nur noch schreien können, weil ich verstehe nichts anderes. Die Schmerzen sind jetzt im Ohr weg. Aber ich bin immer noch fast taub. Ich werde auch noch, ich habe hier noch eine Bluetooth-Box. Da werde ich auch ein Unboxing erstmal zu machen, weil ich brauche die jetzt für die Couch. Erkläre ich euch alles im Bluetooth-Box-Video. Aber jedenfalls kommen wir jetzt erstmal zu dem Zeug, was ich jetzt hier in den letzten Wochen oder so, jetzt müssten jetzt 2 Monate her sein, angesammelt habe. Und ist ein bisschen was. Da sind aber jetzt auch nicht nur Sachen mit bei, die ich gekauft habe. Zwei Sachen sind mit bei, die habe ich von Zuschauern geschenkt bekommen. Da gehen schon mal Grüße raus. Also das PC-Spiel ist schon was länger her, habe ich aber in den letzten Videos immer vergessen zu zeigen. Und ein PlayStation-Spiel ist mit bei. Grüße gehen raus an Dagon. So. Bei dem PC-Spiel habe ich den Namen vom Zuschauer vergessen. Mein Namensgedächtnis ist halt, tut mir leid, ist beschissen. So, hier haben wir erstmal ein großes. Das habe ich schon im. Also hier kommt noch viel mehr. Unten ins große steht noch hier unten. Das habe ich euch im Livestream schon gezeigt. Ich habe ja gesagt, dass mein Controller und mein Wikingerhelm, dass die, also beziehungsweise beim Controller noch nicht so schlimm, aber beim Wikingerhelm, dass die Untersetzer, wo der reinkommt, ja, das ist ja so Plastik und dann leuchtet es so hoch, dass der kaputt ist, dass der eine Farbe nicht mehr nimmt und andere Farben schwächer werden und dass ich mich dafür Ersatz kümmern musste. Habe ich auch gemacht. Gott sei Dank habe ich es noch nicht gleich gekauft, weil ich habe danach noch ein bisschen rumgeguckt und so, und da bin ich auf ein Angebot gestoßen, wo ich nicht nee sagen konnte. Und zwar, normalerweise kostet nur diese Unterlage, kannst du Einerpack, Viererpack und so was, Zweierpack glaube ich auch, Dreipack habe ich nicht gesehen, 1, 2 und 4 habe ich nur gesehen, kannst du kaufen, und dann kostet das um die, was war das billigste, glaube 21 € habe ich das billigste gesehen, aber das ist nur das Unterteil, ohne oben was drauf. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht findest du das ja billiger. Nee, Quatsch, das waren nicht, waren einzelne. Die Viere waren nicht mehr vorhanden. Waren nur einzelne. So zwischen 16 und 21 €. Weil ich habe gedacht, ja, wenn du die einzeln nicht mehr kriegst, also im Viererpack gab es nicht mehr, gab es nur noch einzeln. Und einzeln haben sie genauso viel gekostet, als wenn da oben was dran ist. So ja teilweise mehr. Und dann habe ich ein Angebot gefunden, wo ich gleich zugeschlagen habe. Da haben auch einige von euch zugeschlagen, weil ich habe es im Livestream schon erzählt, also bei Twitch. 3D-Illusionenlampe. Habe ich 4 Stück von gekauft. A5,99 das Stück. Jetzt fragt euch, warum hat er denn 4 gekauft? Ja, weil das Ding eigentlich zum Konzept passt, was das Motiv, es ist aber, die haben mehrere Motive.
Ich packe euch den Link natürlich in die Videobeschreibung. Aber nur dieses Motiv war für 5,99. Alle anderen waren bei 13, 16 und hast nicht gesehen. Und zwar... Ach, hier habe ich jetzt nichts drin. Josie! Josie hat es nämlich aufgebaut. Habe ich hier. Einmal. Kannst du mir die Lampe davon bringen, die ich dir eben habe? Die mit dem PlayStation-Zeichen? Ja. Nur, ohne Kabel. Einfach nur die Lampe. Zweimal. Dreimal. Viermal. Die sind hier leer. Genau. Und da ist dieses hier drin. Kann man das sehen? So halbwegs? Sieht auch ganz cool aus. Haben wir hier noch irgendwie Strom irgendwo hier bammeln? Kann ich euch das auch mal zeigen? Jetzt fragt euch aber trotzdem, warum Viere? Du hast doch nur zwei, die kaputt sind. Ja, zwei, die kaputt sind. Dafür? Einmal, weil mir das mit dem PlayStation-Optik gut gefallen hat. Kann man ja dann irgendwo links oder rechts daneben stellen, habe ich mir gedacht. Und einmal für die Große natürlich. Bei dem Preis muss man zuschlagen. So, und so sieht es dann aus. Das Geile ist, wartet mal, waren die jetzt dafür oder waren die jetzt nicht dafür? Ja, aber die war nicht kompatibel. Die war auch nicht kompatibel. Ach, ich habe zu viel Fernbedienung, ey, das nervt. Jedenfalls kann man ja auch so durchschalten. Macht doch ein schönes Licht und hier, das ist das, was ich euch immer gesagt habe, wo das aussieht wie so abgeblättert oder so zerrissen. Sieht richtig cool aus. Ein, zwei. Naja, Mensch, sonst klappst du doch. So, jedenfalls sieht das richtig cool aus. Josie! Und für den Preis kann man nicht nee sagen. Weil, wie gesagt, 5,99. Die anderen alle teurer waren, da geht nicht anders, da muss man zugreifen, logischerweise. So habe ich halt praktisch zwei neue, ein komplett neues Licht und die Große hat auch noch was und die freut sich. Hat sie sich bei sich gleich untergebracht. Dann habe ich, ach so, nee, hier ist auch noch was mit bei, was ich bestellt habe, wofür ich aber nichts bezahlen musste. Achso, eine Anleitung haben wir auch mit bei. Nach 3 Monaten oder so ist endlich mein PlayStation-Adapter gekommen für die PlayStation-Kamera. Dass ich die alte Kamera nutzen kann. An der PlayStation 5. Hier ist halt praktisch dieser AV-Anschluss, wie er heißt. Und hier haben wir den USB. Ich habe hinten auch noch einen USB frei. Nee, hinten habe ich kein USB frei. Da habe ich hier die Festplatte dran. Müsste ich dann halt teilweise kurzzeitig vorne anschließen oder so. Weil die Festplatte brauche ich, da sind die PS4-Spiele ja drauf. Weil ich habe das für Rabbids. Also Rabbids Invasion. Und das kann ich dann mit meiner Großen wieder spielen. Weil jetzt ist sie ja größer, jetzt können wir so ja wahrscheinlich so ja zusammenspielen. Das ist halt richtig beschissen gewesen bei Sony, bei der PS4.
Die haben, oder von Ubisoft oder von Sony, weil die die scheiß Kamera haben. Ich weiß es nicht, auf wessen Mist die wachsen ist. Ich habe mir dieses Rabbit Invasion extra geholt, weil ich hatte Raving Rabbids und Rabbids Dingsbums und so war alles auf der Wii. Die waren richtig geil. Die haben richtig Spaß gemacht mit dem Controller schütteln und Wettrübsen und so. Das hat so Spaß gemacht. Und die sind absolut freaky, oder? Denn mit dem Controller halten, also mit den Nunchuck und so und dann Teekanne machen und so was, alle bei dem Spiel mit dem Bodybuilder und so. Das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Richtig Fun. Da waren wirklich Fun-Spiele mit bei. Und das haben sie bei Rabbids Invasion auch versprochen. Fun-Spiele. Ja, und dann mit Kamera und dann macht man sich da ein bisschen zum Löffel oder so und muss dann halt die irgendwo hinschieben oder was weiß ich. Kommt von Spiel zu Spiel an. Und ja, das hat funktioniert, wenn ich alleine gespielt habe. Hat funktioniert, wenn meine Tochter gespielt hat. Hat auch was funktioniert, wenn Tochter mit Freundinnen gespielt hat. Aber Tochter, ich und Freundin ging nicht. Also nicht meine Freundin, sondern die Freundin von meiner Tochter. Es ging halt immer nur, wenn gleich große oder relativ gleich große Leute miteinander gespielt haben. Und das hat mich angekotzt. Dann habe ich das Spiel auch nicht weiter gespielt. Hat mich richtig angekotzt. Jetzt ist ja die Große ordentlich gewachsen. Jetzt könnte man das vielleicht mal nochmal beenden oder so. So, was haben wir noch? Ja, dann habe ich hier geholt ein Stirnthermometer, also ein Infrarotthermometer. Kann man das sehen? Sieht man schlecht. Ja, ein Infrarotthermometer ist auch nicht drin, liegt auf dem Tisch. Weil ich habe zwei normale Thermometer und die funktionieren nicht mehr wirklich. Und dann wartet bei Amazon im Angebot. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Ein paar Euro. Und habe gedacht, hey, ist doch geil. Stirn? Frauchen hat das für das Ohr. Wenn ich jetzt noch Stirn hole, sind wir abgesichert. Falls Ohr mal nicht funktioniert, weil Ohr schmerzt, haben wir Stirn. Habe ich gedacht. Ah. So. Dann, was haben wir denn hier? Ach so, hier ist der alte Lüfter noch drin. Ne? So. Dann, ihr wisst ja, ich habe ein neues Mainboard drin. Ich habe ein bisschen getauscht, einen kleinen Tauschhandel gemacht. Einen kleinen großen Tauschhandel gemacht gegen ältere Spielekonsolen. Egal. Was sich bei meiner Mutter da so eine angesammelt hatte, einen alten Gameboy, NES, Super NES, N64 Pikachu Edition. Ach, da haben die Kabel hier so gefehlt. War noch ein Haufen Ersatzkabel für die Wii. Ein GameCube war noch mit bei. Der war so ja komplett mit Kabel und Ersatzkabel. Na, meine Sega habe ich alle nicht mehr gehabt. Die Segas sind alle weg, Master System und Mega Drive. Weiß ja nicht, wo die gelandet sind damals. Ey, einmal umgezogen ist, wieder dreimal abgebrannt. Und wenn. Mein Papi ist ja gestorben, das wisst ihr ja, vor ja. Und Mutter hat jetzt halt unten die Räume neu gemacht und weil Vater so Kettenraucher war, also wirklich Ketten, also aus und gleich wieder an. LKW-Fahrer, Kettenraucher, ja, hat sie halt oben im Wohnzimmer ja für sich, wo nicht geraucht wurde. Also in meinem alten Kinderzimmer sozusagen. Hat sich das da oben schön gemacht. Und jetzt hat sie ist unten alles schön und ist runtergezogen ins Wohnzimmer. Schlafzimmer war ja sowieso unten. Hat es aber auch neu gemacht. Und jetzt ist oben halt Kinderzimmer und ja, so ein alter, ja, noch Überreste vom Wohnzimmer, wo dann halt dann so ein Kinderschlafzimmer denn sein wird. Und also das, was Kinderzimmer ist, ist ja eher ein Schlafzimmer. Da hat mein Bruder drin gewohnt. Da ist ein Bett drin, ein kleiner Schrank und so was alle. Das bleibt Schlafzimmer und das andere wird dann eher so das Spielzimmer. Da kommt dann das Spielzeug drin und so, wenn die Kinder dann da sind, dass sie dann spielen können. Oder Enkelkinder besser gesagt. Und ja, da mussten wir dann halt auch den Boden aufräumen so ein bisschen und da sind dann so einige Fundstücke wieder zutage gekommen, wo man gedacht hat, die sind gar nicht mehr da. Bloß die Sega-Dinger habe ich nicht mehr von. Mein
Master System und mein Mega Drive. Die sind leider nicht mehr aufgetaucht. Und jedenfalls habe ich die dann getauscht und habe dann halt Dark Hero 3. Corsair Dark Hero 3 oder so, keine Ahnung. Habe ich mir reinbauen lassen. Und ja, also ist eingebaut, sagen wir mal so. Und weil, wenn das schon ein neues Board reinkommt und so, und das ist ja schwarz. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Bundle jetzt praktisch. Weißer PC, schwarzes Board. Und schwarze Wasserkühlung und so was alles. Muss, wenn man reinguckt, der Lüfter hinten auch noch ein bisschen aufbauen. Der hat sowieso ein bisschen Schiebgeräusch gemacht. Also nicht so ein bisschen Schubbergeräusch. Also wie soll ich das sagen? So. Wenn er denn, also im Normalbetrieb nicht, aber wenn ich dann halt gerendert habe oder so, wenn er dann halt schneller gelaufen ist, weil ich habe das ja so eingestellt, dass ab einer gewissen Temperatur die Lüfter hochgehen, um die Abwärme zu gewährleisten, logischerweise. Und dann hat er dann immer mal und später. Ja, ja. Und jener oben ist ja sowieso schon kaputt gegangen, den habe ich dann gleich mit ausgebaut. Jetzt habe ich oben nur noch zwei drinne. Da habe ich halt keinen neuen Ersatz reingebaut, habe ich oben eine 2 jetzt noch drin, nee, keine 3 und hinten halt ein. Da habe ich mich aber dann wieder für einen von Be Quiet entschieden. Ich wollte eigentlich RGB-Lüfter machen. Aber dann hätte ich ja oben die auch noch und die sind noch gut und ich wollte halt jetzt nicht so viel reinstecken, weil ich davor ja schon für die Grafikkarte und den Prozessor und so viel reingesteckt hatte. Und deswegen habe ich mir halt nur ein... Ich habe noch was anderes für den PC, zeige ich euch gleich. Habe ich mir nur einen 140er geholt für hinten, damit das Bild ein bisschen stimmiger ist. Weiße Gehäuse, schwarzes Board, schwarze Kabel. Und da habe ich mir den weiß-schwarzen von Be Quiet geholt. Ja, der ist weiß mit bisschen schwarz. Und auch entkoppelt alles drum und dran. Und ich bin mit dem Be Quiet Lüftern mega zufrieden. Und deswegen habe ich mir den geholt. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, damit das im Bild passt. Achso, das habe ich für meine Mama gekauft und für mich zu testen. Das ist schon auf, das ist nicht wundern, das ist so bei mir angekommen, so auf. Also, ich habe es noch nicht benutzt. Meine Mama steht nämlich total auf diesen Nadelholzduft. Und da steht die total drauf. Und die hat dann auch zu Weihnachten oder wenn. Wenn Advent ist und so, diese Adventskränze und so. Und dann nimmt sie dann immer das, was so abgefallen ist, trocken und macht das so um die Kerze so ein bisschen drin, damit das so ein bisschen oben so ein, zwei Mal ein bisschen anbrennen kann. Dann tunkt sie in eine Kerze drin, findet sie halt toll den Duft. Und deswegen hat sie sich für Raumspray-Zirbe entschieden. Ja, das ist halt ein Spray. Ja, kann man rumsprühen so ein bisschen. Und Mama hofft, dass man das halt auch irgendwie halt auf die Tannenzweige rufmachen kann, dass es sich dann ein bisschen was länger hält. Hier, das ist abgerissen, das war aber so. Das ist eigentlich hier oben drauf. Und ja, das muss ich hier noch vorbeibringen. Genau. Muss ich Mama noch vorbeibringen und da hofft sie, dass es dann halt länger dieser Duft da ist. So, was haben wir hier? Das haben wir noch. Und das haben wir auch noch. Hier, das muss ich auch noch. Das habe ich für mich und Mama zusammen gekauft. Beziehungsweise für Mama, Patricia, also meine Freundin und mich. Das ist auch schon aufgegangen. Das kam auch so zerledert zu mir. Der liebe Fokus hat mir nämlich eine Nachricht geschrieben mit einem sogenannten
Tesafilm. Hack. Glitch. Was auch immer. Von Computerbild oder Computerspiele oder so. Ich weiß nicht. War auf jeden Fall aktuell. Und da waren die verlinkt. Die brauche ich aber sowieso ja, für Weihnachten, für die Pakete verpacken. Diese kleinen Dinger, die sind halt richtig gut. Tesa hält auch und ja. Und da habe ich jetzt bezahlt für, ich weiß gar nicht, was sind hier drin, 8 Stück oder sowas. Das sind 4. 1, 2, 3, 4. 8. 9. 9 Stück sind drin, ne? Und da stand dann halt, dass wenn man die kauft, dass man danach einen Code kriegt. Achso, jetzt kann ich euch nicht zeigen. Das habe ich für die Arbeitskollegen von meiner Mutter bestellt. Das ist ein Feuchter. Das ist der gleiche, den ich schon mal für meine Mutter bestellt habe. Ja, und zwar ist es dieses hier. Ich halte das nochmal in die Kamera. Das sieht ein bisschen dunkel aus, aber kann auch wieder täuschen. Ich habe meine Brille gerade nicht auf. Und da stand halt, wenn man sich halt dieses Achterpaket holt. Achso, 8 plus 1 ist das hier so, ja. Das ist ein Achterpaket, aber sind, naja. 10 Meter sind drauf und die sind 19 mm dickes Setband. Und wenn man die kauft, kriegt man einen Rabattcode zugeschickt. Irgendwie stand das da. Und wenn man dann Office kauft, zahlt man, Office ist ja sowieso gerade bei, war gerade zu dem Zeitpunkt bei 51 oder 54 Euro im Angebot. Und da stand dann, dass man dann nochmal 10 Euro sparen kann und dann halt praktisch hätte ich es für 41 Euro kriegen können, weil ich brauche ja bis April nächsten Jahres muss ich mein Office wieder verlängern. Und ja, deswegen habe ich gedacht, kann man ja Schnäpperchen machen. Hat nicht geklappt, aber Klebeband braucht man ja sowieso. Mutter hat gesagt, hat mir letztens mich schon gesagt, dass sie Klebeband braucht, brauche ich ihn auch. Ja, jetzt haben wir Klebeband. Jetzt warte ich ab bis zum Black Friday und hole mir dann am Black Friday keine PlayStation-Mitgliedschaft, weil das geht ja nicht mehr so einfach, weil ich hab jetzt bis die nächsten 6 Jahre Ruhe und kann ja nicht einfach so draufpacken, das geht ja nicht. Und da hole ich mir jetzt Office. So, dann habe ich was geholt für die Große. Die macht ja, wie ihr mitgekriegt habt, oder einige mitgekriegt haben, die macht ja so ein Survival-Camp. Mit anderen Kindern, um mit anderen Kindern in Kontakt zu sein und diese Zwischenmenschliche und ja, weil sie ein bisschen zurückhaltend ist, die Kleine, die Große. Ich sage immer noch die Kleine, aber es ist jetzt die Große. Und da wollen sie jetzt demnächst in irgendwelche Höhlen. Josie! Ich frage sie nochmal nach. Und da wollen sie sich das irgendwie angucken. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und da habe ich ja diese Lampe gekauft. Stirnlampe. Ihr wollt wohin? Weiß ich nicht, in irgendeinem. Lauter, ich verstehe wieder nichts. Ich weiß es nicht. Irgendwo mit so einem Erlebnisinsel-Zeugs. Und dann wollen wir in so eine Höhle gehen. Und da ist es so feucht und ekelhaft. Und manchmal müssen wir am Boden kriechen, meinten die, und manchmal müssen wir klettern und da wäre es. Das ist so Viehzeug, da ist ja wieder ekel. Ich weiß. Und dann müssen wir halt unsere Hände frei halten. Aha. Ja. So, ich habe auch noch nicht getestet, ob es funktioniert, ob da noch drauf ist oder so. Oh, was haben wir hier? Plastik. Plaschte und Laschte aus Schkoppau. Uah. Da brauchst du aber einen Dickschädel. Ah, hier ist ein bisschen gummiert. Das ist auch ein schönes Gummiband.
Aha. Hier kann man laden. Ist auch wasserdicht. Und hier haben wir ein. Oha. Ist ja hier wie in der Disco. Und ein paar Mal drücken hat man dann außen. Kann man Notsignal machen oder so? Josi! Aber für was die sind, frage ich mich. So, keine Anleitung. Guck mal, ist das hell genug? Ja! Das ist gut. Ist okay? Ja. Supi. Aber wofür war das? Das weiß ich nicht. Was meinst du? Steht. Warte, zeig mal. Ist doch wieder keine Erklärung mit bei. Darf ich das mal kurz sehen? Also in Erklärung, also hier ist nichts mit bei. Vielleicht um es ans Käppi festzumachen oder auf einer Mütze. Hä? Vielleicht um es aufs Käppi oder auf die Mütze zu tun. Naja, Käppi glaube ich eher weniger. Ja, ich meine ja vielleicht. Naja. Für irgendwas wird es gut sein. Hier kannst du gleich mitnehmen in dein Regal stellen. Ja, einfach auf Google Suche geben, oder? Was? Google Suche wird doch irgendwas ergeben, wenn ich das Müssen wir mal gucken. Foto links mache. So. Ist noch ein bisschen was drin. Dann haben wir einmal das PC-Spiel. Ich habe auch schon mein Laufwerk rausgeholt, mein externes Laufwerk. Das müssen wir dann noch installieren. The Surfer Ring. Das werden wir nämlich dann auch mal anzocken. Vielleicht gibt es ja auch schon Mods oder so, die das dann halt in die Neuzeit heben. Aber das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber fragt mich nicht, woher. So, und von Dagon. Da habe ich ja die PlayStation vermittelt. Das hat er schon gehabt. Ach, hier ist er ja. Noch die Rechnung mit bei. Das müsste ich dann auch mal installieren. Aber da gibt es jetzt auch die PS5-Version. Schon gucken, ob ich das gratis auf PS5 erweitern kann. Werde ich nachher gleich mal testen. Das Jedi-Dings hier. Wie heißt das? Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order. Sieht man es ja. Achso, den kann ich ja gleich draußen lassen. Das wird ja installiert. Ich habe noch ein bisschen das Licht runter gemacht. So, was war das? Achso, das ist der Adapter. Den kann ich Oma hier gleich dazu packen. Der kommt zur PlayStation. Dann habe ich mir noch, der kam gestern erst, einen Adapter wieder in neuen gekauft. Und zwar von Cable Decon. Ein 8K-Splitter. Mir geht es jetzt nicht um die 8K, ich habe noch kein 8K, aber dieser hier. Pack mal aus. Weil ich habe nicht so viel Platz an meinem Fernseher. Und ihr wisst ja, ich habe noch keinen gefunden, der 4 zu 2 kann, was ich jetzt bräuchte. Also einmal für den Fernseher und einmal am besten mit einem Umschalter. Dass man halt, dass man sagen kann, welcher HDMI gerade benutzt wird. Dass der eine HDMI, der kann VRR und der andere halt nicht. Dass man da halt umschalten kann. So, wir haben hier so ja ein HDMI-Kabel mit bei. Ein 8K. Das kommt mir super entgegen, weil ich bräuchte noch einen mehr, deswegen. Dann haben wir ein Stromkabel.
Und dann haben wir hier den Adapter. Jetzt sagt er euch, ja, du hast doch schon so viele und du hast doch alles angeklemmt. Ja, aber ich habe ja einen neuen Fernseher. Und hier haben wir halt zwei Eingänge. PS5 und Xbox werde ich das machen. Und dann haben wir hier den Knopf, wo wir zwischen den Eingängen hin und her schalten können. Und dann geht es hier an den Ausgang, beziehungsweise hier so Strom. Ein 2:1. Und der unterstützt alles. Also ich habe einiges mir durchgelesen und so. Der unterstützt alles. 8K mit 60 FPS. 4K mit bis zu 120 FPS, also Hertz. Warte mal, was noch? VRR soll er unterstützen. Alex soll er unterstützen. Wie heißt das nicht? Alex heißt das nicht. Elsa, wie heißt denn das, was jetzt bei der PlayStation dazugekommen ist? Der 1044 unterstützt er. HDR unterstützt er. Bis HDR, also HDR, HDR Plus, HDR 10, HDR 10 Plus oder irgend sowas. Ich habe mir keine Ahnung. Jedenfalls sollte der alles unterstützen, was die PlayStation und die Xbox momentan zu bieten haben. All das unterstützt er. Das heißt, was hier reingeht, geht auch so an dem Fernseher raus. Das hilft mir natürlich, dann kann ich den oben liegen lassen und habe den hier zum Fernseher, wenn ich mal nicht streame und für mich zocken will. Aber wenn ich streame, ziehe ich den HDMI raus und mache den HDMI rein, der zum PC geht. Und kann dann halt hiermit zwischen PlayStation und Xbox hin und her schalten. Und ihr wisst ja, mein HDMI, der große, der macht seit dem Update, ich habe den upgedatet, so ein bisschen Probleme, dass er manchmal so, geht das HDMI-Bild weg, kommt wieder oder so. Und dann muss ich mal kurz Strom rausmachen, wieder ranmachen und dann geht's wieder. Jetzt haben wir 9. Und sollte denn halt der Fehler behoben sein. Ach ne, jetzt habe ich es hier nicht hier. 1080p, 50, 60 und 120 Hertz, 4K, at 60 Hertz, / 120 Hertz, 8K, 30 und 60 Hertz. 48 Gigabit ist ein HDMI 2.1 Splitter. Link werde ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung machen. Und ich habe einige Webseiten durchforstet und so und der unterstützt das zu 100%. Da gibt es einige, die haben das getestet. Die haben die Software und die Hardware, um sowas zu testen. Wenn ich da was finde, nochmal finde, ich suche das nochmal raus, werde ich euch das vielleicht auch noch unten verlinken. Und der unterstützt das zu 100%. Auch VR, also variable Bitrate und so, unterstützt der auch. So, der kommt auch zu PlayStation, den werden wir nämlich gleich anschließen. Ich werde auch demnächst nochmal ein Verkabelvideo machen. Ich habe ja hier noch meine Steckdose von Merus, was für die PlayStation dann sein soll, was schon auch alles eingestellt ist, dass wenn ich sage PlayStation an, dass halt zwei Steckdosen angehen. Einmal halt für die PlayStation und einmal für die Festplatte. Und dann soll die Switch an ran und die die Switch soll ran und die Xbox soll ran. Und hier oben, das brauche ich ja dann halt für den Switch und für die RGB-Beleuchtung. Und wir haben dann auch einen Knopf, haben wir auch noch dran. Das kommt alles später. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich das am besten umsetze. Weil momentan, wie gesagt, wenn ich nichts höre, ist ja halt kacke. So, dann, ach so, hier, das für den PC habe ich mir eine Western Digital Blue 500 GB gekauft. Die ist aber nicht fürs System, da habe ich jetzt eine Crucial da hatte ich auch damals ein Video gemacht, die eigentlich in die PlayStation sollte, aber für die PlayStation zu langsam ist. 1 TB, die habe ich jetzt fürs System weiterhin. Und die Western Digital Blue, die habe ich geholt für Aufnahmen, für 4K HDR Aufnahmen. Hab auch getestet, funktioniert einwandfrei. Also mit meiner alten, mit der SSD, die ist schon zu langsam geworden.
Und mit der neuen Festplatte, ach, mit der neuen Grafikkarte und so, die neuen Codecs und so, das läuft alles reibungslos. Da wird es schöne Videos kommen. So, also, aber ich kann jetzt kein Angezockt machen, weil ich höre ja nichts. Ich kann mir ein Headset aufsetzen, kann das volle Pulle aufballern. Ich könnte dann was sagen zum Spiel und je nachdem, wie viel ich gerade höre, also wenn ich ganz volle Pulle aufballer, dann höre ich so ein bisschen was. Also das ist dann leise, aber ich höre was. Vielleicht mache ich ein paar Angezockt in der Zeit, aber es ist halt nicht so, dass ich sagen kann, der Ton ist brachial geil, das kommt da und das und das kommt geil rüber, weil, wie gesagt, ich höre kaum was. Ich könnte dann nur was sagen zum Spielerlebnis. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, womit ich euch ein bisschen über die Zeit hinweg helfen könnte, bis ich wieder alles andere drehen kann, weil, wie gesagt, höher ist immer noch weg. Hier habe ich lauter Amazon-Karten. Da habe ich Amazon aufgeladen. Und dann habe ich mir meinen Fernseher gekauft. Da musste ich zugreifen. Ist der QN95B. Da werde ich auch noch Videos zu machen. Das ist der beste, den Samsung gerade im Angebot hat, was an LED angeht. Ist ein Neo-LED. Danach kommt dann QLED. Nee, beste QLED. Und danach kommt dann OLED. Als nächste Variante. Aber OLED passt bei mir nicht drin und die Klasse darunter hat mir auch gefallen. Ich wollte eigentlich die Klasse darunter, die wäre noch ein bisschen billiger gewesen, also preisgünstiger gewesen, die hätten sie auch bei Otto gehabt. Aber ich wollte unbedingt den dann, wo ich mir die verglichen habe. Kannst ja bei Samsung auf der Samsung-Seite, kannst ja Produkte vergleichen. Klickst du den an und sagst hier Vergleich, Vergleich, Vergleich. Und ich wollte dann unbedingt den. Nicht, weil er teurer ist, aus zwei Gründen wollte ich den dann haben. Erstens, der 90 hat kein, also der QN90B hat keine Decoderbox. Und ich brauche eine Decoderbox, weil die Kabel alle zu kurz sind und vom PC und hast nicht gesehen, das passt bei mir nicht anders. Also brauche ich eine Decoderbox. Zweitens, der hat nochmal eine zusätzliche Entspiegelungsfolie drauf, was halt helfen soll beim Entspiegeln. Voll geil, hilft wirklich gut. Also ich habe keine Spiegelung drauf. Jetzt fehlt mir nur noch eine vernünftige Hintergrundbeleuchtung. Die hole ich mir später. Aber jetzt kommt auch noch der Fire TV Cube, der neue. Da war ich auch am Überlegen, ob ich den hole und Videos mache darüber. Bei 150 Tacken. Da müssen wir gucken. So, dann Lego. Ich habe hier so einen Lego-Würfel. Einen großen. Den habe ich bei Lidl gekauft. Die hatten auch kleinere, also die Hälfte. Und dann nochmal hier so. Und dann konnte man die kann man auch an der Wand machen und so. Und ich zeige euch den mal in echt. Wartet. Der ist nämlich noch eingepackt hier. So, die könnt ihr dann praktisch. Also den jetzt nicht. Der ist für den Schreibtisch. Aber es gibt andere, die man an die Wand machen kann. Die haben dann halt hier die Zweier und die könnt ihr zum Beispiel links und rechts an und den könnt ihr den Ruf legen. Also ihr könnt die wirklich wie Lego-Steine kombinieren und dann halt praktisch irgendwie so die Wand lang hochbauen. Und ich habe mir das jetzt entschieden, ich habe mir den einen hier hingestellt. Den anderen will ich wahrscheinlich hinterm Monitor machen, mit meinem Dampfkram und so, was halt nicht immer zu sehen sein muss. Und Kleinkram und so, dass das da alles dann verschwindet. Hoppala. Ist halt so ein kleines Fach. Ich habe auch hier, ich nehme momentan auch nicht die Funkkopfhörer. Weil, wie gesagt, ich kann die nicht verbessern. Ich kann die nicht momentan mich nicht drum kümmern, rauszuhören, wo da der Fehler ist. Deswegen nehme ich jetzt das alte Mikrofon erstmal weiter, bis ich meine Ohren wieder so weit okay sind, dass ich wieder alles hören kann. Und dann werde ich mich darum kümmern, dass die Funkschrecke. Ja, dass die sich vernünftig anhört. Da werde ich ein Testvideo machen und ein längeres Testvideo und sagen, was ich da in dem Augenblick gemacht habe. Und dann könnt ihr entscheiden, was sich davon am besten anhört. Wird auch ein längeres Video. Aber da muss ich dann wirklich
muss meine Hör halt wieder da sein. So, aber nichtsdestotrotz, hier habe ich dann halt die Akkus drinne und so, kann man hier aufklappen hier. Ja, geht dann hier so auseinander. Das ist wirklich halt nur Plastik. Ne? Achso, ist schon wieder zu. So. Und dann kannst du das hier wieder reinschieben. So. Ist auch weiß, damit es beim Regal nicht so auffällt. So. Und dann steht es da. Und da habe ich das Wichtigste für Videodrehen da oben gleich griffbereit. Im großen Fach darunter habe ich dann halt praktisch die kleinen Stative und Adapterstücke und was weiß ich alles. So, das müsste. Nee. Ich habe noch bei Lidl was gekauft. So, und zwar, ich habe mir mal wieder Schokolade gegönnt. Aber das ist das Problem. Ich habe die jetzt nur, also ich habe die jetzt nicht geholt, weil ich unbedingt Schokolade haben will. Nee, der ehrliche Grund ist eigentlich, ich habe mir die geholt, dass ich mal ein bisschen Geschmack habe. Also nicht nur mit meinem Ohr, ich schmeck momentan auch nichts oder so gut wie nichts. Nur extreme Geschmäcker. Also deswegen trinke ich halt auch ab und zu eine Cola. Ich habe mir Cola geholt. Jetzt habe ich mir gerade geholt einen Sixer, weil es im Angebot war bei Penny. Vita Cola in Schwarz mit doppelt Koffein. Und jetzt hier zum Beispiel Schokolade, normale Vollmilch und sowas alles, das schmecke ich alles gar nichts. Also die schmecke ich nicht. Ich habe mir hier geholt einmal Kaffee und dann dunkle ganze Mandeln und edelherb Sahne. Ja, nur so diese herben Sachen. So wie Kaffee und Zartbitter und sowas alles. Die schmecke ich. Alles andere schmecke ich nicht. So, dann haben wir. Eins haben wir noch und dann ist Schluss. So. Ist aber auch schon ziemlich lang, denke ich mal. Mir fehlt auch das Quatschen mit euch total. Das nervt halt. Mir fehlt das auch mit meiner Frau und mit meinen Kindern und so. Du sitzt hier, ich habe jetzt Kopfhörer auf und die sind total laut gestellt, aber es ist leise. Also ich habe ja nur ein paar Bluetooth-Kopfhörer von Triband und dann halt die von der PlayStation, aber die funktionieren halt nicht mit dem Fernseher, aber da, wenn ich da Saints Row volle Pulle knalle, halt gestern mal getestet, an eine PlayStation rangemacht, die Turtle Beach Saints Row an, volle Pulle. Es ist sehr, sehr leise. Ich habe aber jetzt einen Trick rausgefunden, ich mache es mit Bluetooth. Also im Schlafzimmer zum Beispiel mit einer Bluetooth-Box, die neben mir auf dem Kopfkissen liegt. Dass ich halt, dann ist es nicht zu laut, aber lauter als die Kopfhörer. Deswegen werde ich nachher auch noch ein Unboxing von der anderen Bluetooth-Box machen. Da gibt es so ein Gewinnspiel. Kann ich euch jetzt so in der Runde mal verraten, wer bis Ende drinnen bleibt. Hat es jetzt mitgekriegt, es kommt ein Gewinnspiel. Ich werde jetzt erstmal das Unboxing machen von der Bluetooth-Box. Das ist diese hier. Ja. Das ist jetzt meine, die werde ich jetzt auspacken. Die habe ich die ganze Zeit noch nicht benutzt. Die ist auch ganz schön schwer. Und die könnt ihr dann auch gewinnen. Also jetzt nicht gleich im Unboxing-Video. Im Hardware-Video oder beziehungsweise wenn ich euch die Box etwas näher vorstellen werde oder ja doch, denn da will ich dann, ich muss nur gucken, wie ich das Gewinnspiel am besten umsetze, mit einem Google Doc-Dokument oder halt mit einem Kommentar unterm Video, aber da müsst ihr dann halt drauf auch antworten, weil es gibt die Möglichkeit, so hatte ich mir das gedacht, so wie früher, dass ihr dann unter dem passenden Video, unter dem Hardware-Video dann zum Beispiel, zu dieser Bluetooth-Box, dass ihr dann
Hashtag B, Hashtag Odin, Hashtags Bluetooth oder sowas runterschreibt, also je nachdem, was ich gerade sage. Sage jetzt zum Beispiel, ihr schreibt einfach mal Hashtag B unter das Video, wenn ihr diese Bluetooth-Box gewinnen wollt. Und dann kann ich das aus, mit einem Tool, kann ich dann sagen, per Zufallsgenerator möchte ich einen User ermitteln, der unter den Kommentaren steht, der in seiner Nachricht auch Hashtag B geschrieben hat. Dann durchsucht er die ganzen Nachrichten und dann wird einer von den ganzen Nachrichten per Zufallsgenerator ausgewählt, der Hashtag B auch wirklich im Kommentar geschrieben hat. Und ja, ich möchte halt auch nicht irgendwie, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich muss mit meinem Partner da erstmal schreiben, bei dem, also in der Bluetooth-Box, ob ich das unbedingt im Titel reinschreiben muss. Ich würde gerne nicht reinschreiben wollen, dass ich da ein Gewinnspiel drin habe, weil das soll dann für euch sein, für die, die regelmäßig gucken, für die, die sich für die Box interessieren. Da soll das sein. Und das wird dann so laufen, dass praktisch je nachdem, wie die Auslosung stattfinden wird, was ich mir noch nicht sicher bin, der oder diejenige wird dann von mir benachrichtigt und bekommt dann einen Code. Diesen Code geht man dann bei Amazon. Ich gebe auch den Link dazu, geht man dann darauf auf den Link, packt sich das in den Warenkorb und dann geht man ganz normal den Bestellvorgang durch und da, wo der Preis steht und wo, also rechts steht ja dann der Preis und manchmal ist ja Verpackung mit bei, manchmal nicht und unten drunter steht ja dann, wann es kommt und hast nicht gesehen und oben dann halt, wie das Konto belastet wird, also Kreditkarte, Überweisung, bla 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 bla. Und da ist dann nochmal ein extra Feld Code eingeben. Da gibt er den Code ein und dann steht dann auf der rechten Seite, wo der Preis steht, der gleiche Preis nochmal in Minusbetrag und dann kommt unten ein Nullbetrag raus, also 0 Euro 0 und 0,0 Cent. Und dann sagt er, oh, schön gratis. Und dann sagt er einfach, Kauf bestätigen. Dann kommt er zu euch nach Hause und ihr braucht für den Versand nichts bezahlen, ihr braucht für den Artikel nichts bezahlen und habt eine schöne Bluetooth-Box. Die werden wir nachher gleich noch testen. So. Aber abgesehen davon habe ich hier noch was. Warum und weshalb? Ja, Ingeborg musste letztens ihr Zimmer aufräumen. Und das ist ja so schlimm. Und nur sie muss ihr Zimmer aufräumen. Alle anderen Kinder müssen ihr Zimmer nicht aufräumen, hat sie mir erklärt. Dann machen das die Eltern. Nur sie mit 15 muss ihr Zimmer aufräumen. Wo es denn manchmal aber so aussieht, dass du da keinen Platz hast. Kommst nicht mal durch zum Fenster zu lüften. Obwohl es. Warte, Sekunde, ich verstehe. Sie muss am Wochenende ihr Zimmer putzen, als Beispiel. Sag ich, du kommst hier erst raus wieder und kannst Freunde treffen, wenn dein Zimmer picobello ist. Ist es bis Montag nicht picobello? Hast du Pech gehabt? Dann kommst du Montag nach der Schule, räumst weiter auf. Ist es Dienstag nicht fertig? Hast du Pech gehabt? Kommst du Dienstag nach der Schule nach Hause, räumst weiter auf. So lange, bis es sauber ist. Gefegt, gewischt, Schreibtisch unten drunter, neben Schreibtisch, hinterm Schreibtisch, unterm Bett, Regale, auch Staub gewischt. Und Klamotten vernünftig im Schrank. Und nicht nur, wie sie es mir letztens versucht hat anzudrehen, die eine Hälfte vom Schrank, wo man die Klamotten stapeln kann, schön gestapelt, Hosen, T-Shirts, Pullover, alles schön gestapelt. Und auf der anderen Seite, wo man Sachen reinhängen kann, alles reingeschmissen. Unten so ein Berg bis hoch zum Bügeln und dann oben noch Ohren, rin, rin. Habe ich alles rausgeholt, sag, einmal nochmal bitte. Ja, und da hat sie, weil sie damit nicht zufrieden war, dass sie ihr Zimmer fegen und wischen musste, weil ihr da irgendwas ausgelaufen ist und keine Ahnung, jedenfalls, es war ein Dreckstein. Ist sie mit meinem Wischmopp halt nicht so pfleglich umgegangen. Ich habe so einen grünen, ich frage mich jetzt nicht, wie die Firma heißt, dann drückst du so drauf, also machst du halt so den Hebel hoch und dann kannst du so drehen und dann schleudert das unten das zu viele Wasser praktisch von dem Wischmopp weg. Und jetzt habe ich mich für Weleda entschieden, nochmal, nicht nochmal, das ist das erste Mal, dass ich Weleda habe, aber mit einem Mechanismus, den ich schon mal hatte. Den gibt es
zweimal. Also das Modell gibt es zwei verschiedene Modelle. Einmal das alte und das neue. Ich habe mich für das alte Modell entschieden, weil das neue Modell mir zu teuer ist. Aber ist ja ein schön dünn, der Schrubber, muss ich sagen. Wir bauen das auch gleich mal zusammen. Das neue Modell gibt es auch hier, also gibt es von Velia, gibt es auch hier mit so, wo man so treten kann. Ja? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir das jetzt zusammen. Sieht aber kacke aus. Gibt es hier nicht noch eine Anleitung? Nee, das muss oben drüber sein. Okay. Dann ist es richtig so. Sieht aber scheiße aus. Naja. So, das wird hier reingeklickt. So. Und dann haben wir hier halt praktisch das Ding. Ich hatte ja sowas schon mal von dieser Firma mit diesem Blau. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Also da waren die Druckknöpfe nicht so hochwertig. Das hat sie aber auch kaputt gekriegt. Also Ingeborg kriegt das, wenn die miese laut ist und was machen soll. Und sie hat aber keinen Bock. Dann. Uha. Ah, die Stange ist wirklich. Das ist wirklich. Also. Sehr, sehr dünn. Sehr, sehr dünn. Soll das so? Also da brauche ich auf jeden Fall noch ein Zwischenstück. Das ist ja ziemlich kurz. Also brauche ich noch ein drittes Zwischenstück. Ein zweites. So. Oh, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Oh, der Akku ist so leer. So. Hier ist das jetzt dran. Und wenn man dann halt hier unten drückt. Dann geht das hier so ab. Dann macht man das hier rein. Und dann stoppt man das hier rein. Und macht das dann halt trocken, holt er wieder raus, stoppt ab und kann weitermachen. So, und der Eimer ist auch viel kleiner als das blaue Ding, was ich hatte. Der nimmt nicht so viel Platz weg. Ja, der Mechanismus, der ist halt noch nicht gleich so da.
So. So. Das, das war's eigentlich. Na, Schuhe haben wir noch für die Klinik gekauft, die kann ich euch jetzt nicht zeigen. Sonst, ja, sonst habe ich eigentlich nichts gekauft. Das war das Einzige. Mehr ist nicht da. Ja. Ja, mehr ist halt nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr kriegt das Video halbwegs hin mit Bearbeiten und so und dass der Ton halbwegs okay ist für euch. Ich werde es versuchen. Aber ich habe halt diesmal nicht die Möglichkeit, das genauso abzumischen wie sonst, weil, wie gesagt, ich höre so gut wie nichts. Ich gebe mir aber trotzdem Mühe. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen natürlich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder oder Livestream. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.